Was kann ich denn geben? Wie bist du Hellseherin geworden? Meine Ahnin gab mir Unterricht. Sie starb vor vielen Jahren. Okay. Okay, nichts weiter Interessantes. Sag mal schon. Gucken wir mal, ob hier noch was zu finden ist. Ein Löffel und hier so eine kleine Kiste. Ja, mit so einem Shit. Oh, Schlangenbein, cool. Nehmen wir mit. Definitely. Ein Spiegel. Oh, da bin ich drin. Cool. Naja, bisschen billig gemacht. Aber gut, naja, vielleicht ist einfach nur eine Schale mit meinem Bild drin. Kann man ja deuten, wie man möchte. Ne? Also, wann haben wir noch? Wo ist denn die Morgana gewesen? Die hat auch irgendwo noch einen Wohnwagen, zu dem ich definitiv hin muss. Hier ist ja nicht mehr viel. Also einmal ist dieses Ding hier. Dann haben wir da schon die Säule. Und du bist schon tot. Komm. Was? Du hast mehr als einen Schlag ausgehalten? Hätte ich jetzt nicht mehr erwartet. Und hier gibt es noch einen Alchemieladen. Und hier ist auf jeden Fall noch schon mal ein freier Heiltrank zu holen. Den ich irgendwie nicht mitnehmen kann, weil sich der Vater wieder dumm anstellt. Dankeschön. Und hier ist einfach niemand zu Hause. Doch, da hinten. Steht auf dem Tisch. Diese Irina, das ist so eine Schlampe. Sie denkt, sie sei das hübscheste Mädchen im Lager. Und sie ist total verwöhnt. Alles nur, weil ihr Vater der Rombaro ist. Hey, seid vorsichtig hier. Wenn ihr etwas kaputt macht, müsst ihr es kaufen. Ja, ja. Wisst ihr irgendetwas von dem Siegel und dem Mantra? Nein, aber ich wünschte, ich hätte es. Oh, ich könnte solche Dinge für so viel Geld verkaufen. Ihr würdet das Siegel verkaufen? Ihr vergesst, dass ich Geld verdienen muss, wie jede andere auch. Wenn der Preis stimmt, würde ich fast alles verkaufen. Was ist der Rombaro? Der Rombaro ist der Anführer der Zigeuner. Diese Schlampe Irina ist seine Tochter. Und wer seid ihr? Ich bin Elena. Ich kaufe und verkaufe magische Gegenstände. Kommt und schaut euch an, was ich zu verkaufen habe, ja? Okay. Wisst ihr irgendetwas von dem Siegel und dem Mantra? Nein, aber ich will... Okay, das war der Scheißtext. Und? Ich bin Elena. Ich... Bla bla bla. Sicherlich. Ich habe natürlich nur... Aha. Oh, man kann hier sehr, sehr viele Gegenstände kaufen. Das Einzige, was... Oh. Hier kann man sogar Heraune kaufen. Das ist nicht schlecht. Telekinese, sanfte Heilung, Heilung. Okay. Telekinese habe ich sowieso schon, glaube ich. Also das ist ein guter Laden. Sehr teuer, aber man kriegt sehr viel. Hab Dank. Wobei insgesamt die Sachen nicht teuer sind. Aber man braucht sie halt nur in begrenztem Maße. Und von der Seite aus geht das sowas schon klar. Und naja, was soll ich sagen? Mit Geld habe ich nicht wirklich Probleme. Kann ich anzünden. Okay. Hier ist auch ein Alchemietisch, mit dem ich Tränke brauen kann. Ich habe wirklich einen Lean-Trank gebraut, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, weil es einfach nicht notwendig ist. Man findet einfach genug, beziehungsweise kann sich die einfach besser kaufen, als dass man da irgendwie so einen Stress macht. Jetzt bin ich, okay, die Karte ist so klein. Okay, das ist dieses Zelt. Damit habe ich alle Zelte gesehen. Aber ich will da hinten noch nicht hin, weil ich muss auf jeden Fall noch zu Morgana. Und wenn ich nicht zur Morgana gehe, dann kriege ich irgendwie Stress. Beziehungsweise nein, kriege ich natürlich nicht. Aber ich will den. Der will auf jeden Fall nur zu Morgana. Wenn ich zu Morgana gehe, dann ist irgendwas fehlt dann einfach. Ne, ist klar. Geh zu Morgana, sagt er. Wo ist Morgana? Das ist natürlich die Frage. Also das ist auf jeden Fall der Wagen von Rombaro. Und genauso einen Wagen gibt es auch nochmal. Sie sieht nämlich im Prinzip aus wie die Hellseherin, die ganz normale. So, bin ich da. Jetzt nach Norden. Ja, aber da ist doch schon Schluss. Hey. Okay. Moment mal. Gehen wir mal hier einfach weiter. Irgendwo muss die jetzt... Ach, guck da hin. Tja, gar nicht so schwer, wie es aussah. Irgendwo musste sie ja sein, die Olle. Die Olle Punz. Und jetzt wenn wir auf die normale Karte gucken. Sehen wir, wir sind da oben. Eine von, naja, die ist auf jeden Fall ein bisschen größer, die Insel. Ja, ist ein bisschen mit Mundo zu vergleichen, die Insel da, also auch nicht sonderlich riesig, aber hier ist viel weniger versteckt. Also hier ist sonst nichts Interessantes auf der Insel drauf, außer halt der Ort und so und naja, alles nicht so gedrungen. Bis hier, naja, die Karte.
Warum steht da eigentlich dieser Wohnwagen nicht drauf? Das wäre eigentlich voll logisch. Aber das ist ja der Avatar. Ja, ich erinnere mich an euch. Wir sind uns schon einmal begegnet. Aber vielleicht nicht in der Form, die ihr euch vorstellt. Wie ich sehe, wollt ihr uns helfen und nicht schaden. Deshalb werde ich euch helfen. Wer seid ihr, gütige Dame? Man nennt mich Morgana. Lange Zeit schon lebe ich hier und nun erwarte ich die Ruhe des ewigen Friedens. Könnt ihr mir sagen, wo der Eingang zur Säule ist? Es befindet sich in den Schwarzfelsminen von Kovitos. Dort findet ihr auch die Kristallkugel aus Schwarzfels. Diese Kugel, sie zeigt unfehlbar die Zukunft. Mit der Kristallkugel könnt ihr den Zigeunern zeigen, was aus ihnen wird, wenn sie ihr selbstsüchtiges Verhalten nicht ändern. Bitte gebt mir das Mantra des Schreins. Ja, Avatar, es lautet K. Vergesst nicht, dieses Mantra in eure Meditation einzubeziehen. Dann kann der Schrein wieder neu geweiht werden. Nein, mehr weiß ich euch jetzt nicht zu sagen. Und ich kann mich jetzt zur Ruhe begeben. Zuerst will ich jedoch einen Fluch über Blackthorn aussprechen. Er wird einsam sterben, besiegt durch einen Mann, den er verraten hat, von seinem einzigen Verbündeten verachtet. Ja, und der Fluch ist anscheinend echt, denn die Eule verbrennt und ist tot. Ich weiß immer noch nicht, was das Siegel ist. Konnte mir auch bisher keine arme Seele sagen hier. Ich weiß es jetzt auch selber aus dem Kopf gar nicht mehr, was das Siegel ist. Aber ich denke, das bekomme ich vom Rombaro. Gehe ich mal stark von aus zumindest. Wo bin ich denn hier? Hier ist eine kleine... Oh, das sind nur zwei normale. Da werde ich aber auf jeden Fall dieses Schwert nehmen. Weil es ein bisschen stärker ist und ja. Bombs, 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 Bombs. Okay. Oh, ich bin jetzt so stark, das ist so angenehm jetzt, weil diese Gegner sind sonst echt nervig gewesen. Und da ist der Eingang zum Kovtu, wenn ich mich, Kovtus, kein Plan, wenn man es ausspricht, Kovitas hat sie es gesagt. Und, da sind noch zwei Skelette, die ich jetzt mal umgehe, weil Skelette so eklige Gegner sind. Da ist auch nochmal die Säule. Oh, da ist noch ein Hund. Ja, ich habe, glaube ich, alles gesehen hier. Ich könnte eigentlich wirklich loslegen jetzt. Also, normalerweise erfährt man erst von diesem Schwert, was ich jetzt schon geholt habe. Ich habe es jetzt natürlich gleich geholt, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ist natürlich angenehmer für euch, für mich und für alle Beteiligten. Also im Prinzip. Ich gucke aber trotzdem noch, was hier hinten ist. Das Siegel weiß ich immer noch nicht, wie gesagt, was es ist. Aber ich glaube, dass ich das von ihm bekomme. Wäre auch irgendwie logisch, weil... ja, sonst könnte ich halt ein bisschen was skippen, weil ich ja diese Linse auch will und so. Und naja, gut. Ja, gehen wir mal hier rein. Kommt jetzt einer auf mich zugerannt oder was? Nö, interessieren sich nicht für mich. Brauche ich auch mich nicht drum kümmern, weil ich ja natürlich, wenn ich ein bisschen tiefer reinkomme. Jetzt muss ich den allerdings töten. So. So. Schnell, 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 schnell hau ihn um. Oh Gott. Ja, so brauche ich eigentlich gar nicht reinlaufen in das Scheißding. Aber wir nehmen uns einfach mal was von den Skeletten mit. Weil, wenn ich das nicht tue, dann kommen die wieder. Und, ja, dann habe ich die gleich wieder im Hals. Ich muss jetzt mich erstmal schlafen legen, sonst kann ich da nicht weiter reingehen. Okay, dann lasse ich mich erstmal heilen. So, ich bin nochmal hier, denn ich habe mich ja gerade geheilt. Und da hier nochmal zwei Gegner stehen, wollte ich euch das natürlich noch mitnehmen lassen. So, den hauen wir erstmal um. Da ist auch nochmal ein Skelett. Die machen unheimlich viel Schaden. Das ist das Problem an diesen ekelhaften Drecksviechern. Oh, oh, oh. Ah, so ein Scheiß. Na egal, jetzt rede ich rein. Jetzt ziehe ich auch die Schnauze voll. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich habe ja eigentlich mein Charisma-Ding bereit. Der hat mich jetzt irgendwie nicht angegriffen. Und normalerweise müsste er gleich umschalten. Oh, hier ist noch gar nicht der Eingang gewesen. Aber ich glaube, das ist der Weg dorthin. Ah, da ist der Eingang. Stimmt, der sah ein bisschen anders aus. Okay. Wenn ich jetzt hier drauf... Danger. Gefahr. So, die können wir anmachen hier. Bombs. Aha. Und die Sonnenlampe. Wenn ich da hier rauskomme, es ist Nacht. Dann ist hier mal Licht. Schön. Gut, gehen wir mal Kovitas. Ja.
Ich mag Kotas. Ups. Ich mache alles an, weil ich mag diesen Effekt, dass, wenn ich alle anmache und zurückgucke, die aus sind. Oh, wie fies. Guck da sie wieder an. Ja, also dieses Ladesystem finde ich doch mal extrem geil. Das hätten sich viele Spiele zum Vorbild nehmen sollen. Nicht, weil jetzt die Lampen natürlich so abspacken, aber weil es einfach so fix geht. Es ist einfach nur Klick und zack, ist man im anderen Bereich. Ich gehe jetzt aber auch nicht tief rein, also zumindest jetzt nicht bei dieser Aufnahme. Ihr kommt natürlich ganz normal weitergucken. Was weiß ich, wo ich da jetzt schnibbel. Auf jeden Fall muss ich jetzt... Den brauche ich nicht mehr, der ist im anderen Bildschirm gewesen. Und ich bin jetzt in Kovitas. Okay. Und was ich auf jeden Fall machen werde, ist erstmal Skelette ausschalten natürlich. Das kostet mich sehr viel Zeug, was ich mitnehmen muss. Nehmen wir das gleiche mit. Wenn ich ein Ding wegnehme, kommt er auch nicht mehr wieder. So. Da, jetzt versucht er sich wieder herzustellen. Nimmt er sich jetzt einfach den? Krass, tatsächlich. Deswegen auch immer dasselbe mitnehmen. Okay. Gut, in Ordnung, machen wir so. So, Schwarzfels. Diesen Schwarzfels kann man mitnehmen. Und zwar glaube ich, brauche ich 8 Stück davon. Bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls werde ich so viel mitnehmen davon, wie ich finden kann. Weil ich brauche das Zeug nämlich, um mir später was herstellen zu lassen aus diesem Zeug. Und dann müsste ich normalerweise wieder zurücklaufen und das Zeug in den Minen suchen. Aber da ich ja weiß, dass ich das brauche, nehme ich es natürlich jetzt gleich mit. So. Gut, von wo bin ich denn jetzt gekommen? Huch, jetzt bin ich verwirrt. Okay, von da ist der Eingang. Ja, okay. Hier bin ich reingekommen. Gut. In Ordnung, bin wieder im Bild. Ach Gott, und dann gucken wir uns erstmal den Raum hier an. Gut, hier ist nichts. Das ist ein Buch. Der war ja von Kovitas. Ja, das ist ganz interessant. Also, Setzungsvisionen erscheinen, wenn man ein Stück Schwarzwitz in einer purpurfarbenen Weiher legt. Das muss ich mir merken. Und die grünen Weiher scheinen einen heiligen Punkt zu haben. Also, es gibt hier purpurfarbene und es gibt grüne Weiher, also so eine kleine ja, Wasserbehältnisse im Boden. Und ja, die haben diese beiden Wirkungen. Und zwar kann man manchmal so kleine Visionen sehen. Das ist teilweise notwendig. Und hier ist noch ein Unsichtbarkeitstrank und Geld. Na? Ach, ich brauche kein Geld mehr. Gut. Und die grünen kann ich zur Heilung nutzen. Also, ich habe hier immer Heilquellen. Weil die Gegner ja, wie ihr seht, auch Skelette sind und die ziemlich hart sind. Und wenn man jetzt nicht auf Stärke gelevelt hat, ein ziemliches Problem hätte. Warum hat er das so umgeschalten? Hm. Okay. Wie leuchtet es grün? Das ist grünes Licht. Okay, hier ist einmal ein Rätsel. Hier ist irgend so ein... Ja, ach ja, das ist der Aufzug. Okay, stimmt, so war das. Ölkanne. Ich nehme mal die Ölkanne mit. Was ist hier noch? Reparatur des Aufzugs. Dies ist eine lange Abhandlung über die komplizierten Mechanismen von Schlachtaufzügen. So lange ist die gar nicht. Folge wurde Anmerkungen wieder geschrieben. Wenn der Aufzug repariert, wenn man ein Zahnrad wieder einmal bricht. Neues Zahnrad ausfindig machen? Okay. Wasser abdrehen? Okay. Neues Zahnrad einbauen? Wasser wieder andrehen? Aufzug? Sollte funktionieren. Okay, der Aufzug funktioniert nicht, weil das Zahnrad gebrochen ist. Wir haben kein Zahnrad. Hier müsste das, glaube ich, angebaut werden. Wie schalte ich jetzt das Wasser ab? Keine Ahnung. Was weiß ich. Da nichts funktioniert. Alles bleibt stehen, wie es ist. Kein komisches Geräusch, was ertönt, was später passieren wird. Ich weiß jetzt... Ah, ne, hier muss das Zahnrad ran. Genau, hier muss das Zahnrad ran, damit es, funktioniert. Oh, was ist das hier? Ist das ein Knopf? Nein. Ich weiß auch nicht, wie man das Wasser abschaltet. Keine Ahnung. Hm. Ach, da hinten. Okay, schalten wir schon mal ab. Da ist Wasser aus. Okay, gut. Jetzt kann ich das Zahnrad anbauen. Wenn ich natürlich ein Zahnrad hätte. Das habe ich natürlich noch nicht. Wenn ich natürlich gleich hierher gelatscht bin, was natürlich wieder extrem intelligent war. Hallo Igel. Na, Idiot. Eigentlich hätte ich das wissen müssen. Weiß ich ja irgendwie auch. Aber man denkt halt nicht an alles. Ist schon lange her, wo ich es gespielt habe. Wisst ihr ja eigentlich auch. Hehe. Aber das macht es auch für mich ein bisschen interessanter, weil ich auch ab und an mal ein bisschen überlegen muss. An die Dungeons kann ich mich wirklich nämlich nicht immer an alles erinnern. Huch, jetzt ist wieder ein Gegner hier. Interessant. So, den brauche ich aber jetzt mal nicht mitnehmen. Will ich jetzt einfach nicht. Kein Bock drauf. So, jetzt ist hier unten nämlich laut.